Der Wiener Prater, das ist wohl ein Freizeitpark, den man in ganz Österreich und auch international kennt. 1766 hat der Prater auch für das normale Volk die Türen geöffnet. Vorher war es vor allem der Adel gewesen, der da Zutritt hatte. 1873 dann auch die Weltausstellung, die einen zusätzlichen Schub in der Entwicklung des Praters beigetragen hat. Jährlich besuchen um die 6,6 Millionen Besucher den Prater und besondere Familien, die hier seit der Gründerzeit des Praters mit dabei sind, die werden auch geehrt. Beispielsweise am Montag, 16. Mai, da findet die Enthüllung zweier Schilder hier am Prater statt, und zwar der Familie Schaaf, so entsprechend auch der Schaafweg und der Nikolai-Kobelkopf-Weg. Diese beiden Wege sind den beiden Gründerfamilien oder zwei der Gründerfamilien, die hier am Prater seit ihren Anfängen mit dabei sind, gewidmet. Und so hat es Bürgermeister Michael Ludwig gesagt, soll daran erinnern, wie stark der Zusammenhalt hier am Prater ist. Dass es besonders wichtig ist, das immer wieder hervorzuheben, das zeigt die heutige Veranstaltung hier am Prater. Man hat zwei Teile aus der Veranstaltung gemacht. Zuerst wurde das Schild der Familie Nikolai-Kobelkopf-Weg sozusagen enthüllt. Danach war es der Schaafweg, und dieser ist allen Männern und Frauen gewidmet, die sich hier im Prater engagieren und seit jeher dafür sorgen, dass die Schausteller den Menschen, die zum Prater kommen, die bestmögliche Unterhaltung bieten.